So, wir sollten für Diego eine Liste abholen von einem gewissen. Oh, wie hieß er? Gucken wir mal. Prüfung des Vertrauens. Diego hat mich zur alten Mine geschickt. Dort soll ich von einem Mann namens Ian eine Liste bekommen. Die Liste darf auf keinen Fall die neuen Lager in die Finger fallen. Ja, das werden wir jetzt so nicht einhalten. Also gut, Ian suchen wir. Kannst du mir sagen, wo Ian ist? Kannst du mir was über die Mine erzählen? Hier, wo wir uns befinden, das ist der Hauptschacht. Über ein Stegsystem kommst du bis ganz nach unten. Und überall wird Erz geschürft. Doch sei vorsichtig. Hier gibt's auch eine Menge Minecrawler. Ganz unten steht die Schmelze. Einen Teil des Erzes schmelzen wir direkt ein und verarbeiten es. Auf was sollte ich in der Mine achten? Vor allem auf Minecrawler. Das sind gefährliche Biester. Wir mussten wegen ihnen schon einige Höhlen aufgeben. Haben schon so manchen Buddler verspeist. Erzähl mir von den Crawlern. Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Wenn du ein Bier ausgibst, erzähle ich dir noch was über die Crawler. Ja, wir haben hier so ein, zwei warme Bierchen. Bitte schön. Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Also, die Crawler gibt es hier zuhauf in vielen Nebenhöhlen. Hier im Hauptschacht haben sie noch nicht angegriffen. Wenn du ihnen mal begegnest, dann lauf oder stell dich mit dem Rücken zur Wand. Dann hast du vielleicht noch eine Chance. Also sie umzingeln die Gegner gerne. Erzähl mir mehr davon. Wenn du mehr wissen willst, dann wende dich an Viper. Er ist der Schmelzer. Oder wende dich an Ian. Er ist der Boss. Er organisiert hier in der Mine alles. Wo kann ich Ian finden? Er steht in der Mitte des Hauptschachtes, beim Warenlager. Ach, noch was. Du kennst doch Torus, Vergiss ihn. Hier drin hat nur einer das Sagen und das ist Ian. Er ist hier der Chef. Legst du dich mit ihm an, legst du dich mit uns allen an. Verstanden? Wir wollen nur einen Brief von ihm, keine Panik. Wir sehen uns. Kann ich da mal vorbei? Jupp. Wir wollen eher runter, meinte er. In dem Hauptschacht, das ist denn wohl das hier? Nur weiter unten? Du siehst aus wie ein Händler. Bei dir kann ich tauschen? Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, willst du auch nicht. Dann hast du hoffentlich ein schönes neues Schwert für uns. Nee, hast du nicht. Jetzt, wo wir so viel Erz in Anführungszeichen haben, die ganzen Sachen, die wir verkaufen können, sollten wir uns vielleicht mal ranmachen. Oh, das sind bessere Äxte. Eine davon behalten wir schon mal. Oh, die sind auch richtig was wert. Aber was ich gerade sagen wollte, jetzt wo wir so viele Sachen haben, die was wert sind, könnten wir auch anfangen, Heiltränke und dergleichen aufzukaufen. Die werden wir bestimmt später noch brauchen. So, und ähnliches mit Dietrichen. Dafür brauchen wir auch recht viele. So, also nehmen wir mal die Dietriche mit. Dein ganzes Erz. Und zwei Heiltränke. Was macht denn ein Templer hier drin? Was macht ihr Templer hier in der Mine? Wir jagen die Minecrawler. Geh lieber zurück ins Lager, da bist du sicher. Warum jagt ihr die Crawler? Wegen ihren Zangen. Sie enthalten ein wertvolles Sekret. Was für ein Sekret? Ein Gift. Nur unser Guru Kor Kalom weiß, wie man daraus Tränke brauen kann. Ja, wer ist Kor Kalom? Den kennen wir gar nicht. Wer ist Kor Kalom? Er ist einer der mächtigsten Männer in der Bruderschaft. Er kennt viele Geheimnisse und kann die Gedanken anderer kontrollieren. Zudem ist er der Alchemist. Er braut Tränke, damit wir geistigen Kontakt zum Schläfer herstellen können. Geh doch einfach mal ins Lager. Wir suchen immer gute Leute. Ich werde mal drüber nachdenken. Oder auch nicht, da haben wir nämlich schon eine ganze Weile drüber nachgedacht. Wie kann ich den Minecrawlern die Zangen entfernen? Das ist ein Vorgang, der nicht so einfach ist. Ich kann dir das beibringen. Na gut, wir haben hier eh noch einen Lernpunkt quasi über. Von dem Jagen haben wir nur vier verbraucht.
Und die anderen Talente brauchen ja meistens gerade Zahlen, also 10 Lernpunkte oder 20. Das heißt, den einen haben wir wirklich über. Also lernen wir das mal. Kannst du mir das Zangen rausschneiden beibringen? Du musst erst einen tiefen Schnitt in das Fleisch machen. Sei vorsichtig, dass du nicht die Zangendrüse erwischst. Triffst du sie, spritzt das Sekret raus. Das ist bestimmt ziemlich schmerzhaft. Und wie? Hast du eigentlich noch drei Finger, Kargur, den Crawlerjäger, kennengelernt? Ach nein, das war vor deiner Zeit. Nun, also weiter. Schneide großflächig um die Drüsen herum und entferne dann das Fleisch zusammen mit der Zange. Wenn du dich daran hältst, wirst du keine Probleme mit dem Rausschneiden der Zangen haben. Bis dann. Möge der Schläfer erwachen. Nein, bitte nicht. Wir wollen nämlich noch weiterleben. Auch wenn das wirklich ein Hirngespinst ist wahrscheinlich. Die vom Sektenlager benutzen diesen Schläfer nur, um ihre Macht zu stärken und ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen. Und da wir uns nicht gerne kontrollieren lassen, distanzieren wir uns von dem Ganzen gleich mal. So, also wir müssen weiter hier in den mittleren Schacht runter, bis wir auf Ian treffen. Nee, da ist ein Seitenschacht und Seitenschacht könnte gleich diese Minecrawler bedeuten. Einer von denen könnte Ian sein. Obwohl, nee, der eine sieht aus wie ein Butler und der andere eher wie eine Wache. Wie sieht's aus? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Wenn du Aaron dazu kriegst, dass er von der Truhe abhaut, dann gebe ich dir 10 Erz. Hm. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Du bist dann wohl Aaron. Das wird die Truhe. Na gut, das wären leicht verdiente 10 Erz. Zumal er auch ein Trunkenbold ist, das dürfte einfach werden. Was machst du hier? Ich passe auf, dass so Butler wie Snipes da drüben die Finger von meiner Truhe hier lassen. Ha, wir können ihn weglocken, indem wir vorgeben, einen Erzbrocken gefunden zu haben, der richtig groß ist. Ob ihn das interessiert, ist so eine Sache. Hier werden bestimmt andauernd riesige Erzbrocken gefunden. Banditen greifen an, der wird einfach sagen, ach, die Jungs oben regeln das schon. Und der Chef will dich sprechen. Ja, dem kann er nicht widersprechen. Nehmen wir das doch mal. Ian schickt mich. Du sollst sofort zu ihm kommen. Was will er denn? Belohnung für gute Dienste? Wahrscheinlich nicht. Es gibt Ärger. Wir wissen nicht, was für ein Typ er ist. Vielleicht ist er ja auch der beste Mann hier im Lager. Also sagen wir einfach mal, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das wird ihn dir schon selber sagen. Glaubst du, er erzählt mir sowas? Dann werde ich mal zu ihm gehen. Lass mich mal vorbei. Nee, jupp. Ah, ist ja wirklich einfach. Wir könnten jetzt versuchen, die Kiste selber zu knacken. Aber... dann verpfeift er uns wahrscheinlich. Also sagen wir haben es jetzt erledigt. Auch wenn er es bestimmt schon gesehen hat. Was ist das da eigentlich? Du schuldest mir 10 Erz. Hier, die 10 Erz hast du dir verdient. Ach, noch was. Den Schlüssel für seine Truhe habe ich auch. Für dich nur 30 Erz. Wie jetzt? Na gut. Gib mir den Schlüssel. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Ich frage mich, was dein Gewinn an der Sache ist. Ich freue mich immer, wenn ich den Gardisten eins auswischen kann. Und wenn die den Inhalt der Truhe bei mir finden, bin ich dran. Aha. Und wir sehen uns nicht? Na, aber sicher doch. Ha, na gut, weg ist er. Wir verbrauchen jetzt keinen Dietrich, ja? Guck mal. Ein Bier, ein Heilzauber und 72 Erz. Ja, das hat sich auf jeden Fall rentiert. Also wir haben 10 Erz von ihm bekommen, 30 bezahlt, also 20 im Minus und 72 drauf, also 52 plus. Na, schon ein komischer Kauz. So, oh, das da unten sieht offiziell aus. Hier soll ja auch irgendwo Viper sein, der Schmelzer.
Aber wir wollen eigentlich nur von ihr den Brief und dann schnell wieder weg hier. Weil die Minecrawler hören sich nicht so an, als ob wir uns mit denen anlegen könnten. Zumindest nicht mit dieser Butlerhose und dem einfachen Schwert. Oh, apropos Schwert, wir könnten ja mal die Axt ausprobieren. Die macht nämlich gleich 9 mehr Schaden. Ich kann die Zahlen echt nicht lesen. Ja, 29. Lauter Butler am Werk. Du da bist, Ian? Hey, du! Wenn du mich noch einmal so verarschst, dann gibt's eine ordentliche Tracht Prügel, verstanden? Wir könnten jetzt noch aufziehen, dass er seinen Schlüssel vermisst, aber nein, das verkneifen wir uns mal. Dann bist du Ian? Bist du Ian, der Chef der Mine? Ja, ich bin Ian. Und das hier ist meine Mine. Also fass nichts an und mach nichts kaputt. Ist das nicht Gomez' Mine? Ja, natürlich ist das die Mine des alten Lagers. Aber hier drin gibt's nur einen Chef. Und das bin ich. Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen? Nein, danke. Erzähl mir von der Mine. Wenn du dich hier weiter umsehen willst, sei vorsichtig. In den Höhlen sind Minecrawler. Am besten du bleibst in diesem Hauptschacht. Und lass die Templer in Ruhe. Sie lungern zwar die meiste Zeit nur rum, aber wenn die Crawler kommen, gibt es keinen besseren Kämpfer an deiner Seite. Ich werd's mir merken. Ich hab noch zu tun. Und halte meine Jungs nicht von der Arbeit ab. Ich seh mich nur mal um. Und wir wollen einen Brief? Diego schickt mich. Ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Und das hier ist noch ein Händler? Schick wär's, ja. Aha. Bei dir kann ich tauschen? Jupp! Alles, was du willst. Wenn du Erz hast. Wir haben mehr als nur Erz. Wir haben Klingen. 50 Erz und 5 Heiltränke. Na gut, dagegen halten wir erstmal... Ups, das war ein bisschen viel. So teuer wird das wahrscheinlich nicht werden. So. Na gut, also da unten ist dann... Wow. Irgendwo da unten ist dann der Schmelzer. Wahrscheinlich mit einem Riesenhaufen Erz. Aber ja, wir gehen jetzt erstmal raus hier und bringen die Liste zu Laris. Es war doch Laris, der das wollte und nicht Lee, oder? Wir haben nur gehört, dass es nicht in die Hände des neuen Lagers fallen soll. Oh, wer bist denn du? Nein, wir wollen nicht dein Brot stehlen, wir wollen mit dir reden. Was ist in dem Lagerschuppen? Das geht dich nichts an. So lange herumstehen macht bestimmt durstig. Und wie? Mann, ich könnte wohl den einen oder anderen Schluck vertragen. Hast du was dabei? Immer doch. Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Ah, das war der Reisschnaps, oder? Gibt's denn jetzt in dem Schuppen was Besonderes? Ein paar Truhen, in denen wir Vorräte lagern. Allerdings ist der Schlüssel verschwunden. Verschwunden? Ich wette, Aleph hat da seine Finger im Spiel. Dem Kerl kann man nicht trauen. Ist das derselbe Schlüssel, den wir auch unten bekommen haben? Aber der war nur für die eine Truhe, oder? Locken wir ihn mal weg. Hör zu, Ian und die anderen sitzen unten und lassen sich gebratenes Fleisch schmecken. Was? Ohne mich? Na, ich werde mir meinen Anteil schon holen. Lass mich vorbei! Ah ja, natürlich. Geh doch. Wir bleiben so lange hier beim Schuppen. Lass mich vorbei! Na gut, gucken wir mal, ob die Truhe so zu öffnen ist. Nein, nur mit dem Dietrich. Na gut, dann halt Dietrich, ja. Links? Nö. Rechts? Nö. Ah, super. Mist, Mist, Mist. Dann müssen wir jetzt ganz schnell mit dem einen Typen reden. Der war aber weiter oben. Und fragen, ob der die Schlüssel hat.